Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu diesem kleinen Nebenvideo. Es ist wirklich unbedeutend, aber ich möchte auf eine Sache eingehen. Ich hatte mal gefragt in meinem YouTube Community Tab, ja, wenn ihr auf meinem Kanal auf Community geht, welche Projekte ihr gerne sehen wollen würdet. Ob Let's Plays oder Stream-Projekte. Und 574 zum jetzigen Zeitpunkt haben was geschrieben, was sie sich wünschen würden, was ich mal zocke in irgendeiner Form. Und ich wollte erst intensiv drauf antworten. Jetzt dachte ich mir, ich mache das in Videoform. Das spart mir Lebenszeit. Nee, ernsthaft. Und kann einfach schon mal sagen, Leute, das habe ich doch schon gebracht. Oder das werde ich auf jeden Fall bringen. Oder das werde ich nicht bringen. Gut, sind wir ehrlich, ne? Bei den wildesten Vorschlägen werde ich das vermutlich eher nicht. Also ihr müsst eher, stellt euch bei eurem Spielevorschlag auf eine Enttäuschung ein. Ich will aber alle Spiele zumindest mal kurz ein Statement abgeben, ob ich spiele oder in welcher Form oder wie ich dazu denke. Ja. Ihr habt schon mal angefangen, was zu kommentieren oder wie auch immer. Und sag euch jetzt einfach, was da los ist. Ne? Das ist wirklich kein repräsentatives Video, kann ich mir noch ein bisschen größer machen, damit ihr auch was seht im Video. So ist, glaube ich, besser. Ja, dann gehen wir doch einfach mal von den Bestbewertetsten aus. Nicht von den Neuesten, sondern Bestbewertetsten. Da sieht man an den Daumen auch ein bisschen, was ihr da zu sagt. Passt mal auf. Ja, am obersten Stelle steht, warum auch immer von den Daumen her, von Adrian, Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen 2010 für DS. Hat einen richtig guten Story-Modus. Würde sich auch andere interessieren. Gerne auch Lego City Undercover als Stream-Projekt. Ja, ewig vorgehabt, sag ich. Mal die Lautstärke bei mir ein bisschen. Haben wir Pokémon Soundtrack. Ja, ist immer noch nicht gelesen, die Messe. Aber ich hatte es vor und dann erstmal nicht, weil ich andere Projekte dann vorgedrängelt habe. Ja, ich behalte es im Auge. Das wünschen sich immer noch viele. Manche denken sich, warum ausgerechnet das? Aber 2010 DS hat wirklich einen interessanten Story-Modus, weil sich da Charaktere aus dem Mario und Sonic-Universum kreuzen. Ich fand das auch schon immer sehr beeindruckend. Ja, und Lego City Undercover hatten wir mal auf Twitch gespielt. 1, 2, 3 Streams, aber es ist sehr gewaltig. Habe ich jetzt nicht vor, das fortzusetzen in absehbarer Zeit. Ace Attorney Trilogie gibt's auf Switch, Steam und PS4. Jetzt der beste Zeitpunkt reinzukommen. Am besten direkt mal downloaden. Ich finde es schon immer beeindruckend, fand schon immer sehr interessant und ich würde es gerne ausprobieren. Ich werde es mir irgendwann holen und mal privat spielen und dann kann ich ja immer noch sagen, was ich gut finde. Also, ob ich es spielen möchte oder nicht. Okay. Aber privat hole ich es auf jeden Fall. Weil tatsächlich, das HD-Remake, das war ganz gut. So, Jack and Dexter. Collector von. Ja, aber nicht geplant. Ich habe also diesen Teil explizit auch nicht richtig angeschaut. Bin der Einzige, der irgendein Yo-Kai Watch spiele, wäre echt nice mal mit einer Challenge oder so. Was habe ich denn da schon geschrieben? Bin mir sicher, sobald ich Yo-Kai Watch wieder spielen würde, kämen die Fortsetzung und Remake sofort raus. Ja, es ist so. Oder? Challenge. Es gibt Yo-Kai Watch 1 Remake und sogar schon Yo-Kai Watch 2 Remake für die Switch. Davon abgesehen, dass uns noch Yo-Kai Watch 4 fehlen. Also viele wünschen sich Yo-Kai Watch und es wird jetzt noch öfter genannt, deswegen möchte ich es einmal erklären, Yo-Kai Watch. Nach Yo-Kai Watch 3 erschien ja noch Yo-Kai Watch Busters 3, Yo-Kai Watch 4, Yo-Kai Watch 4++, Yo-Kai Watch 1 Remake. Yo-Kai Watch 2 Remake, es gab so ein Yo-Kai Watch Jam, irgendwas mit einer Universität und so und natürlich 1000 Mobile-Spiele, aber es waren jetzt die ganzen Yo-Kai Watch-Spiele für die Switch und wir haben in Europa noch kein einziges Switch-Spiel gesehen. Yo-Kai Watch Busters 2 für 3DS, natürlich kommt das nicht mehr, ne? Aber ja, wenn Yo-Kai Watch in irgendeiner Form nochmal auf Deutsch rauskommt, bin ich dabei. Ich tendiere sogar dazu zu sagen, es sind ja Leute daran, Yo-Kai Watch 4 ins englische Fan zu übersetzen. Vielleicht würden wir das sogar machen. Ja. Aber es wäre sehr schön, wenn sich Nintendo ein bisschen am zusammenreißt und das einfach mal macht. Ja. Also wenn es das gibt, mache ich's. Aber 3DS again, wie gesagt, wenn ich es wieder spielen würde, dann kommt das Remake. Ist doch ganz klar. Ich hoffe, ihr könnt euch bis dahin meine 3DS Let's Plays gönnen. Sehr viel besser werden die vermutlich auch nicht werden. Medaillon füllen. Nope. Dann spiel Yo-Kai Watch, sonst kommt's nie. Richtig. Metroid Prime 1 oder 3. Fusion oder Zero Mission. Ratchet und Clank. Ratchet und Clank ist mir zu hektisch. Da muss ich direkt sagen, spricht mich nicht an.
Metroid Prime 1 habe ich Let's Played. Würde ich jetzt nicht nochmal machen. Teil 2 wurde ich noch nie warm damit. Weder damals, als ich gehypt war zu GameCube-Zeiten, noch im Stream. Metroid Prime 3 habe ich noch nie wirklich probiert. Dann mal ausprobieren, wenn Prime 4 auf dem Vormarsch ist. Vielleicht nächstes Jahr dann also. Wenn er irgendwann mal auf einer Direct oder auf der E3 Metroid Prime 4 Trailer kommt, dann werden wir zum Einstimmen voll im Hype Metroid Prime 3 probieren. Aber wie das wird, weiß ich nicht. Fusion und Zero Mission, die Let's Plays sind alt, deswegen habe ich sie neu gestreamt. Ja, ist jetzt nicht geplant, die nochmal neu zu bringen. Sind aber schöne Spiele. Also die ganze Trilogie nicht, Teil 3 höchstens mal auf Twitch. In Sachen RPGs fände ich Sonic Chronicles oder Dragon Quest mal cool. Sonic Chronicles wollte ich bringen, aber habe mich dagegen entschieden. Das Sonic Chronicles hat alles Touch-Steuerung. Da funktioniert nicht ein einziger Knopf. Niemals. Sei das die schlichteste Menüführung oder sonst was. Eher ein Let's Play als ein Stream-Projekt, was ich geplant hatte. Aber ich fürchte, das ist es nicht. Ich habe es mir extra nochmal gekauft, im Original, um es vielleicht besser abzucapturen. Statt auf dem Emulator zu spielen, aber Sonic Chronicles fand ich wirklich nicht so gut. Tut mir leid. Yo-Kai Watch habe ich ein Statement zugesagt. Beste Idee, Medaille umfüllen. Wie gesagt, Yo-Kai Watch, wenn es neu kommt, dann bin ich dabei. Und wenn nicht, dann ist es gerade nicht geplant. Tomodachi Life, ja, es steht immer in den Sternen, aber wie gesagt, auch da haben wir alles. Für die Klicks wären Yo-Kai Watch und Tomodachi Life natürlich super, aber was soll ich Neues an Content bringen, Neues an Wiederspielwert, an zeigenswerten Sachen. Mario Kart 7, ja, das wird irgendwann wieder reloaded. Beyond Two Souls, muss ich mir nochmal genau angucken. Ich glaube, das wäre ein Spiel, das mir gefallen könnte. Und Sports Mix ist ein schwaches Sportspiel. Nee, das ist schwach. Mario und Luigi-Spiel wäre cool und auch Yo-Kai Watch. Mario und Luigi habe ich alle gemacht. Von Superstar Saga über Zusammen durch die Zeit, Abenteuer Bowser, Dream Team Brothers und Paper Jam Brothers. Das ist jetzt nicht so alt, dass es schlechte Qualität hätte. Es würde heute nochmal genauso aussehen. Wenn ihr irgendein Spiel sucht von mir, einfach eingeben auf YouTube. Ne, zum Beispiel Mario und Luigi Let's Play Markus dahinter schreiben. Dann findet ihr die ganzen Playlists oder in meiner Let's Play Übersicht. Ich kann das mal ganz kurz zeigen, ne? Wenn du auf meinem Kanal gehst, ganz oben. Nee. Sieht man jetzt nicht. Aber auf meinem Kanal, im Banner oder in jeder Videobeschreibung. Ich habe alle Mario und Luigi's gespielt, außer die 3DS Remakes. Das könnte man sich nochmal überlegen. Aber das eilt auch nicht. Dragon Quest. Ja, zu gewaltiges RPG. Golden Sun, schon immer mit geliebäugelt. Habe ich mal den DS-Teil im Stream gebracht. Das GBA Original. Hätte ich gerne. Aber ist jetzt irgendwie nicht im Gedankengang. Dragon Quest Monster. Hier, Dragon Quest. Was war das für ein Gameboy? Das war so das Gegenstück zu Pokémon. Das war ziemlich cool. Chrono Trigger. Ich habe ja Terranigma nachgeholt auf Twitch. Und Chrono Trigger wäre so mein nächster Versuch in die Richtung. Secret of Mana und Evermore hätte ich auch Bock, ja. Auf Evermore noch mehr. Spyro Reignited Trilogy. Hab das Let's Play vor 3 Jahren schon sehr genossen, aber das ist genau der Grund, warum ich es jetzt nicht nochmal spiele, weil es halt ein perfektes Let's Play, also ich würde es nicht groß anders machen heutzutage. Ich hätte eher Bock, Spyro Retro-Achievements zu suchen, zu sammeln auf Twitch. Das heißt, Spyro 1, PS1 Original, um Unterschied mal zu sehen. Das wird mal kommen. Dragon Ball, Xenoverse 2, Revenge of King Piccolo als Again. Auch da weiß ich nicht, brauche ja keinen Again, weil es wäre ja dasselbe nochmal. Also, ich mache Agains, weil ich 2010 und 11, sag ich mal, richtig schlechte Videoquali hatte und mich gesteigert hatte von der Videoquali, aber auch vom Kommentarstil. Aber wenn ich Neueres mache, dann hat das auch Gründe, zum Beispiel 2013 Mario 3D World, das hatte sehr viele Probleme mit Copyright und Video rausgeschnitten und das war alles Kacka und deswegen habe ich 2017 Reloaded in ordentlich. Oder Miitopia jetzt als aktuelles Beispiel. Da gibt es schon größere Unterschiede zwischen 3DS und Switch. Aber genau dasselbe Spiel in selber Qualität nochmal wäre halt unsinnig. Da kann ich nicht anderes sagen, als da haben es andere Spiele mehr verdient. Xenoverse 2. Gott, es gibt so viele Dragon Ball Spiele. Ob Xenoverse 1, 2, Kakarot, FighterZ. Leider auch gerade. Ich bin auch gerade nicht im Dragon Ball Fieber, bin ich ganz ehrlich. Life is Strange, Last of Us wären super.
Ja, aber nicht geplant. Nicht geplant. Variolente Shake Dimension als Stream-Projekt. Ja, habe ich gerade kein Verlangen danach. Ja. Ich fühlte mich innerlich sehr gestresst. Die Level-Design ist auch nicht so gut bei Wario Land 5. Ja, hat Ossian hier sehr gut wiedergegeben. Wario Land schön, aber Teil 5 irgendwie im Stream nicht. Wenn dann mal Let's Playen in aller Ruhe, aber das ist jetzt auch nicht geplant. Pokémon XD oder Colosseum, die Spiele habe ich auf dem GameCube total außen vor gelassen. Ich wusste, dass es die gibt, aber das war halt kein vollkommenes Pokémon-Spiel, deswegen habe ich es außen vor gelassen. Haben eine nette Story, wie soll ich sagen, nicht geplant. Nicht unmöglich, nicht geplant. The Blob habe ich auch schon immer Interessantes gehört, aber denke nicht. Pokémon Schwarz 1, hier, jetzt sieht man es gar nicht, hier. Pokémon Schwarz 1 wird zu feiern, war so nice damals. Ja, wenn, dann würde ich Pokémon Weiß bringen. Und das kann ich mir vorstellen. Irgendwann nach strahlender Diamant und leuchtende Perle. Nächstes Jahr mal wieder. Ja, dann wäre ein All mal wieder zu besuchen dran. Weil die Remakes vermutlich auf sich warten lassen. Müssen wir mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich kann mir Pokémon Weiß 1 und 2 inzwischen für die Zukunft ein bisschen vorstellen. Metroid Prime 3 haben wir, ja, diskutiert. Tomb Raider? Nein. Tomb Raider war anders, als ich zunächst gedacht hatte. Okami hat viel Spaß gemacht, sieht sehr interessant aus, aber ist jetzt auch... Na gut, ich hab nicht so eine Chance gegeben, Okami, bin ich ehrlich. Star Fox Adventures habe ich zweimal Let's Played, einmal in schlechter und einmal in guter Qualität. Wie gesagt, wenn man irgendwas sucht, einfach auf YouTube eingeben, Let's Play Markus, Star Fox Adventures und es kommt. Oder einfach in meinem Playlist oder Let's Playliste. Fast alle Zelda-Spiele, das wird mich ein bisschen schwieriger. Aber ich habe ein wunderschönes Majora's Mask Let's Play, Wind Waker HD Let's Play habe ich von bis zum Ende durchgespielt, Breath of the Wild auf Twitch gespielt bis zum Ende und aktuell Skyward Sword jeden Freitag auf Twitch. Ansonsten in Ruhe. Legende vom Ion-Tor ebenfalls vorhanden. Ja. Einfach angucken, einfach eingeben. Paper Mario Let's Play Markus auf YouTube. Viel Spaß mit Let's Play Paper Mario, die Legende vom Ionentor. Xenoblade Chronicles. Sehr schönes Spiel, ist aber nicht so mein Genre. Es sieht sehr, sehr bezaubernd aus und sehr interessant, fantasievoll, aber nicht geplant. Ratchet & Clank, da der neue Teil rauskam, nee. Das Ratchet & Clank muss ich mehr als Xenoblade verneinen. Das ist mir zu wild, das ist zu actionreich irgendwie. Spricht mich nie an. Dragon Quest, wie gesagt, wunderschöne Spielreihe. Also jeder Teil, ob Dragon Quest 7, 8, 9 oder sonst was, sehen echt heftig aus. Und jedes scheint ein super Spiel zu sein. Aber da ist genau das Problem daran, ne? Eternal Darkness! Ja, da habe ich geantwortet. Ja. Würde ich sehr gerne bringen. Habe ich Let's Play 2013, muss besser gehen. Wunderbares Spiel von Shigeru Miyamoto. Ja, ist Director von Eternal Darkness, man glaubt's nicht. Oder Producer. Und fantastisches Horrorspiel vom GameCube, leider mit schlechterer Grafik. Das könnte fast N64-Grafik sein, aber fantastisches Horrorspiel. Donkey Kong Country, ja, ist auch klar, ne? Alle schon mehrmals in guter Quali Let's Played und im Stream alle Retro-Achievements geholt. Wir werden als nächstes, ich habe Donkey Kong Land Retro-Achievements geholt und wir werden Donkey Kong Land 2 und 3 noch bringen auf Twitch. Und Donkey Kong Country 1, 2, 3 und Returns bekommen auch irgendwann noch ein drittes Let's Play und Tropical Freeze ein zweites. Am besten, wenn ein neues DKC angekündigt wird. Ja, und die 200% sind, ja, das ist, bringen mir keinen Spaß. Heavy Rain, Beyond Two Souls, das ist gar nicht so abwegig, ne? Ich habe auch Sachen wie Until Dawn gespielt oder Detroit Become Human. Müsste ich mir mal, ja, da steht's ja. Das gucke ich mir an, ja. Aber das hatte keine Prio. Das sind keine Prioritätsprojekte dann. Xenoblade, ja, gibt's ja auch, ne? Gibt's ja auch für die Switch. Das müsste man, ja, ist jetzt nicht akut, ne? Aber ist auf jeden Fall möglich. Persona sieht auch immer gut aus, da würde ich auch mehr gern irgendwie ein bisschen reingehen, aber es wäre halt komplett blind, ne? Es wäre halt komplett super noobig. Dragon Quest 11, ja, ganz genau.
vielleicht irgendwann mal gucken. Aber es ist nicht was, für was ich stehe, ne? Metroid 2, Zero Mission, Fusion, Super Metroid. Ich hatte tatsächlich fast überlegt, Metroid Fusion nochmal zu bringen vor Metroid Dread. Ja, aber wir spielen jetzt erstmal Metroid Dread und mal gucken. Dann gehen wir vermutlich nächstes Jahr auf die Prime-Schiene. Und in ferner Zukunft kann man die hier dann nochmal reloaden. Wenn das ganze Let's Play-Ding noch ein bisschen ein paar Jahre geht, dann werden wir Gans dazu sehen. Ja, Yo-Kai Watch hatte ich gesagt. Wie gesagt, ich wollte erst gar kein Video machen, aber jetzt mache ich es doch. Und Luigi's Mansion 2 tatsächlich schon zweimal. Und das war schon grenzwertig, weil war schon beim ersten Mal gute Qualität. Blaster Master sagt mir nicht viel. Worlds End With You. Nur mal eine Direct so ein bisschen gesehen. Das sind wirklich Spiele, mit denen ich nicht viel anfangen kann, Steffen. Mario 64 würdest du gerne mal wieder sehen. Ja, hatten wir mit Lux Delightful Dioramas, Mario 64 Hack. Wir hatten Randomizer auf Twitch vor kurzem. Davor hatten wir Mario 64 Retro Achievements. Ja, ich müsste mich mal langsam ein bisschen von Mario 64 entfernen, fast schon. Aber ein Randomizer macht immer mal wieder Spaß. So ein originales Let's Play habe ich ja schon 3 gemacht, plus Mario 64 DS. Ist vorhanden, was soll ich sagen? Ein Dragon Quest, also sehr viel. Das muss man, das bleibt hängen, ne? Das bleibt hängen, dass sehr viele sich mal Dragon Quest wünschen würden. Ich müsste mich dann aber, wenn das so wäre, wenn das Wörtchen, wenn nicht mehr, erstmal schlau machen, welcher Teil am ehesten für mich in Frage kommt. Könnte mich ja hier unter den Kommentaren dieses Videos beraten. Längeres Projekt für Streams, alle Pikmin-Teile 1 bis 3 auf 100%. Ja, haben wir gemacht. Im Stream. Gut, ist jetzt auch schon wieder 1-2 Jahre her, bin ich ehrlich. Aber man tut ja nicht jede Woche alle Pikmin-Teile 1, 2 und 3 auf 100% durchspielen. Und ich habe den Pikmin-Hack Pikmin 251 nochmal durchgespielt. Das ist eine härtere Version von Pikmin 2. Auch auf 100%, das war auch sehr spaßig. Ja, Pikmin, immer eine feine Sache. Aber jetzt auch, ne, mal was anderes, eine Screentime gönnen. Hotel Dusk, war das ein DS oder Wii-Spiel? Ich glaube, es gibt Hotel Dusk für beide Systeme. Aber mehr weiß ich darüber leider nicht. Harvest Moon habe ich mal wieder auf Twitch gespielt, aber da hatte ich nicht mehr den Hype. Da müsste man sich Zeit nehmen, tatsächlich. Tekken 7? Eher die Retro-Tekkens. Star Tropics? Also nicht Star Topics? Ich bin mir unsicher. Nee, Tropic. Sehr interessantes NES-Spiel. Da habe ich mich schon oft gefragt, warum ich davon vorher nichts wusste. Das würde ich mir sehr gerne mal anschauen. Vielleicht als Stream-Projekt. Ich glaube, ich schreibe mir das gleich mal auf. Star Tropics. Ich weiß, dass es da eine Stelle gibt, die man nur lösen konnte, wenn man ein beigelegtes Papier in der Spieleanleitung in ein Wasser getunkt hat. Man hat im Spiel erfahren, du sollst dein Papier aus der Verpackung nehmen und in Wasser tunken, dann taucht dein Text auf und dann sagt er dir, wie es weitergeht. Ja, das wird schwierig sein heutzutage. To the Moon, Finding Paradise. Sagen wir tatsächlich gar nichts. Detroit Become Human habe ich gemacht. Sehr ausführlich, hat auch eine Menge Spaß gemacht. Zelda 2, da konnte ich mich auch nicht zurückhalten. Die meisten graue Haare stehen mir. Zelda 2, oh nee, boah, nee, buh, oh. Schönes Spiel, ich mag dieses Level-System. Ich mag es, aber... Ach, guck mal, es gibt einen Hack, der es leichter macht. Danke, Ness, für deinen Tipp. Im Herbst wird Metroid Dread rauskommen, also würde ich das empfehlen. Meinst du, das hatte ich nicht im Blick? Wird kommen. Punkt, Ausrufezeichen. Ja, da hatten wir auch drüber geredet. Olympische Winterspiele, jawohl. 2D-Hacks wie Newer. Vom Wii U-Teil hatte ich mich noch nicht mit befasst. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Da picken wir uns auch mal die besten raus. Das wird mal gemacht. So Mini-Projekte nicht. Ich glaube, diese ganzen kleinen hier, Wüste und wie die alle heißen, New Super Mario Bros. U, die werden, glaube ich, zu einem großen Spiel zusammengefasst oder so. Mal gucken. Metal Gear Solid. Beide entfernt. Secret of Mana. Ja, das Remake soll nicht so gut sein, ne? Tekken? Kannst du dir nicht wirklich vorstellen. Vielleicht ein Let's Test, das wäre cool. Wie gesagt, Tekken 1 und Tekken 3 hatte ich und das war nett. Das war ziemlich nett. Metroid hatten wir gesagt. Ja, und Phoenix Wright, Ace Attorney,
würde ich erstmal die Originale machen, aber ich habe vom Z-Slayer damals den Trailer gesehen. Let's Play Trailer zusammengeschnitten. Das sah sehr gut aus, hat mir richtig Bock gemacht. Battletoads Retro Achievements. Nie gespielt Battletoads. Sonic Unleashed habe ich Let's Played. Sonic Unleashed habe ich Let's Played. Und ich wollte es auch mal streamen, aber das ging mir zu sehr auf den Keks. Ist also erstmal nicht geplant. Evil Within hatte ich gekauft, wurde mir geklaut. Ja. Müsste man mal ausprobieren, ne? Neues Let's Play zu Mario und Luigi, Superstar Saga oder Partners in Time. Hab ich. Also falls noch nicht, ich scroll für euch zu weit nach oben. Falls noch nicht gesehen, gerne angucken. Und Golden Sun, wie gesagt, wäre cool. Empire Earth. Du hast vor etlichen Jahren mal im Zock My Life 100.000 Abo-Special, wenn ich mich nicht irre, eingeblendet, dass du mal Bock drauf hast. Cheat Armen, ich würde mir so sehr wünschen, dass du zuschaust gerade. Ich gebe einfach in die Suchleiste ein. Empire Earth. Und nicht nur eins oder so, sondern einfach Empire Earth. Und dann kommt ein Let's Play Markus Video und die ganze Let's Play Markus Playlist. Also, da muss man nicht mal Let's Play Markus dahinter eingeben. Das habe ich gemacht. Ist für euch reingezoomt, ich weiß. Mit Tutorial und ein paar Schlachten, wo ich auch ein bisschen zeigen kann, was sich so tut. Bin mit den meisten großen Spielen unzufrieden gewesen. Die sind nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Und der Hauptstory-Modus wurde mir auch zu schwer. Aber ich habe auf jeden Fall Empire Earth Content gebracht. Das möchte ich so sagen. Das sagt mir leider nichts. Alice Madness Returns sagt mir nichts. Deponia, ja, viel Gutes gehört. Nicht geplant. Actraiser, nicht geplant. Das ist ja, also da würde ich eher Genshin spielen. Lieber Genshin als der Breath of the Wild Klon. Silent Hill. Es wird nicht zu Silent Hill kommen, ne? Da werde ich mal keine Illusionen machen. Es gibt so viel, was man vorher spielen würde. Rayman 3 für PC. Das gab es auch für GameCube, PS2 und Xbox. Ni No Kuni nicht geplant. Also ihr habt interessante Vorschläge, ne? Das muss man sagen. Deponia war eben schon. Wäre cool, aber ist nicht geplant. Am ehesten würde ich Monkey Island bringen. Alter, Monkey Ball wäre auch eine Idee. Final Fantasy, ja, Final Fantasy ist schon immer so das Ding. Am ehesten würde ich da tatsächlich, weiß nicht, alle spielen, ist ein bisschen happig. Aber mit Teil 6, da finde ich sehr interessant. Final Fantasy 6 für Super Nintendo wäre cool. Final Fantasy 10 ist hochgelobt, die würde ich gerne spielen. Mit 15 anzufangen, ich weiß, jeder hat eine eigene Story und eigene Charaktere, die hängen gar nicht zusammen, aber irgendwie hält mich das doch ab. Simpsons Hit and Run habe ich halt nie selbst gespielt, aber sehr cooles Spiel. Ich stelle es mir unrealistisch vor, aber Mario Galaxy 2 wäre cool. Was ist so unrealistisch daran? Dass ich schon mehrmals gebracht habe. Ja, ich hätte Mario Galaxy 1 noch Anfang des Jahres. Das ist nicht, also unrealistisch zwar nicht, aber nicht geplant. Vielleicht kommt ja irgendwann auch nochmal eine Switch-Version. Wäre toll. Ansonsten gerne die früheren Let's Plays Teil 2013 auch gute Qualität angucken. Und auf Twitch habe ich es auch schon gespielt, 100%. Ja, Let's Test Mario Golf kommt. Kein Stress. Stattdessen kommt dieses Video. habe ich halt erst sehr spät bekommen, Mario Golf. Und halt jetzt dann auch nicht. Devil May Cry, Dark Souls. Na, Dark Souls. Gib mal auf YouTube ein Dark Souls Let's Play Markus und du findest meinen Let's Test. Da bin ich auch schon nicht klargekommen. Battletoads schon wieder genannt. Interessant. Da gibt's ja nicht. Battletoads kommt doch jetzt ein Remake oder so, ne? Devil May Cry, schon wieder Final Fantasy 15. Interessant, glaube ich. Ihr kennt mich doch. Ich bin nur so ein Jump'n'Run-Typ. Pokémon Schild mit neuem Pokémon. Wenn dann Pokémon Schwert. Ja, nee, erstmal was anderes. Wir sind ja fast gar nicht raus nach den DLCs aus der Galar-Region. Sportsmix finde ich nicht so krass. Der Midgeplay. Peach Boy. Mehr Mario-Sportspiele. Ja, wenn dann Mario Strikers, dass das noch nicht genannt wurde. Lass mal die alten Spiele raus. Gönn ein paar Runden Pokémon Unite. Wollte ich mir auch noch angucken, aber das ist auch nicht mein Stil.
Hab euch gesagt, ich werde viel verneinen müssen. Aber lieber die Wahrheit, ne? Unrealistischer wäre Let's Play zu Dragon Quest. Bravely Default habe ich ein Video gemacht. Das hat mich auch nicht abgeholt. Das ist mir so ein Mainstream oder so ein grundnormales RPG, JRPG, Bravely Default, dass ich das nicht mache. Nee, nee. Wie gesagt, vorher kamen die ganzen Chrono Triggers und die ganzen Golden Sun und die wären alle, Final Fantasy wären alle vor Bravely Default auf jeden Fall. Ace Attorney, wie gesagt, muss ich mir mal angucken. Okami, interessant. Würde voll gern Donkey Kong 64 nochmal sehen. Das war letztes Jahr, letztes Mal war vor 5 Jahren. Ich habe sehr viele Donkey Kong Let's Plays gemacht, ne? Donkey Kong Land, Country 1, 2, 3, Returns, Tropical Freeze, Donkey Kong 64, Donkey Kong für den Game Boy und so weiter und so fort. Wisst ihr, was das letzte Donkey Kong Let's Play auf YouTube von mir war? Denkt nochmal nach, was war das letzte? Donkey Kong 64 ist mein aktuellstes Donkey Kong Let's Play. Unglaublich, oder? Ich konnte es selbst nicht glauben. Es wird mal wieder Zeit für Donkey Kong als Let's Play. Das habe ich auf Twitch aber sehr ausführlich sehr viele Spiele durchgenudelt. Aber genau das kommt wieder. Denn ich habe eine wunderschöne Idee. Gut, sprechen wir es aus. Ne? Es gibt ja so eine Mod, mit der man jederzeit die Kongs wechseln kann. Neuerdings. Und das macht das Spiel 10-mal besser. Weil du immer sofort, wenn du was siehst, wenn du eine Banane hast, die da liegt, die kannst du auch direkt einsammeln, weil du sofort den Kong wechseln kannst. Oder Tore öffnen oder Missionen lösen. Das wird ein ganz anderes Spielerlebnis. Da würde ich das Let's Play damit gestalten. Aber pssst. Castlevania, immer sehr beeindruckend. Die GBA-Teile zum Beispiel. Xenoblade 2, ja, wenn dann erstmal Teil 1. Das sagt mir nichts. Tomodachi Life, was soll ich da noch zeigen, ne? Was soll ich da noch zeigen? WarioWare kommt natürlich der neue Teil, ganz klar. Siedler haben wir gestreamt mehrmals. Da hat der Wario Homer dafür gesorgt, dass ich mich damit befasse. Und das habe ich getan. War am Ende, fand ich es cool. Anno habe ich früher mal gespielt, aber ganz ehrlich, auf die Projekte würde ich nicht warten. Rayman Origins, Oddworld Collection. Ja, eine Collection braucht man nicht spielen. Also wenn, dann wären es Let's Plays zu den genannten Games. Mannschaft Odyssey, HD, werde ich nächstes Jahr vermutlich mal wieder spielen. Also ich habe Bock drauf, das wäre fällig. Das alte Let's Plays, unanschaubar. Und eigentlich mag ich Mannschaft Odyssey sehr, sehr, sehr. Und New and Tasty kann man sich noch angucken. Stranger hingegen bereitet mir nicht so viel Freude. Xenoverse 2 schon wieder genannt. Warum nur Teil 2? Was mit dem ersten? Das Spiel sagt mir auch nichts. Italienisches Retro-RPG von 2019. Aha, von dir selbst Super Sample umgesetzt. Kein Wunder, dass du es empfiehlst. Ja, wäre interessant. Müsste ich mir mal angucken. Again zu Yo-Kai Watch. Ja. Ist so, haben wir drüber geredet. 200% Run? Nee. Mich stört nicht der Spiegelmodus, wobei ich glaube, das nur bei Returns, sondern dass du nur ein Herz hast, das nervt einfach nur. 100% Yo-Kai Watch. Subnautica habe ich mir für PS5 gedownloadet. Und das würde ich mir nochmal genauer anschauen, aber vermutlich nur als Privatspielen. Pokémon Platin vor dem Remake wäre cool. Nee, totaler Quatsch. Ich habe Platin schon gespielt, Punkt 1. Dann habe ich Diamant schon gespielt, Punkt 2. Und es macht ja keinen Sinn, dasselbe Spiel jetzt nochmal zu spielen. Also das Remake ist ja wirklich sehr, sehr ähnlich zum Original. Nur grafischer Naturänderungen, was schade ist. Ja, und das spielen wir ja in wenigen Wochen. Nee, in wenigen Monaten. November kommt's. Gar keinen Sinn, jetzt nochmal Platin zu spielen. Ratchet und Clank, ja, ich sehe es, dass viele sich das wünschen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, nein. Und Jack und Dexter, ich muss enttäuschen. Postgame, ja, aber ich würde jetzt ein Let's Play nicht einfach fortsetzen. Secret of Mana haben wir schon beredet, Tomb Raider Life Season 2. Weiß ich nicht. Sag niemals nie. Pokémon Xenoverse ist ein Hack. Achso. Tja. Dragon Quest Builders, Blockbauschiele, ja. Banjo-Kazooie-Tui nochmal. Ist ja nicht so, als hätten wir das erst getan, ne? Banjo-Kazooie-Tui, 3-mal Let's Played. Vor ein paar Wochen erst fertig geworden mit den Retro-Achievements. Star Road habe ich auch komplett gespielt auf Twitch.
Ist auch nicht so lang her, ein paar Monate. Spyro 1 bis 3, ja, hat eine Menge Spaß gemacht. Und als Let's Play damals, wie gesagt, Spyro wieder Retro-Achievements. Schwarz und Schwarz 2, ja, habe ich gemacht. Man darf reinschreiben, was man schon mal gemacht hat, aber wenn, dann wer weiß 2. Warum soll ich denn das genau dieselbe Edition nochmal spielen? South Park gab es auch schon, der Stab der Wahrheit und die rektakuläre Zerreißprobe, das unveröffentlichte Gameboy-Spiel als Letztest, das N64-Spiel als Letztest, einfach mal South Park Let's Play Markus auf YouTube eingeben. Ich zeig mal ganz kurz, wie das aussehe. Ja. South Park Let's Play Markus. Und dann kommt, ja, das Let's Play von mir, das Let's Play von mir, das von mir, Game Boy Color, Stab der Wahrheit. Weiter geht's, Paper Mario 1, ja, das ist, ich hab's gestreamt, 2-3 Streams, aber ich würde es gerne Let's Playen mit, da ist ein Texture Pack in der Entwicklung. Animal Crossing New Horizons, ja, das ist der trolligste Vorschlag, finde ich. Lief die ganze Zeit, ist jetzt vorbeigegangen und jetzt als er gern vorzuschlagen. Trakensang. Klingt ganz interessant, aber klingt tatsächlich, muss ich ehrlich sein, nicht nach was für mich. Ja, schon wieder Mario und Sonic 2010 DS. Fortnite, auf jeden Fall. RZ, auf jeden Fall. Könnt ihr eingeben auf YouTube. Fortnite Let's Play Markus. Lasst euch überraschen, was ihr da finden werdet. Wer nicht weiß, was kommt, wird überrascht sein. Pokémon Schwarz und Weiß. Also ich sehe tatsächlich eine Tendenz, ne? Pokémon ist die 5. Generation sehr verlangt. Yoko's Island. Ja, ja. Feuerrot, Blattgrün gab es schon. Ultrasonne. Bis Ultrasonne. Ja, also das bezieht auch Weiß mit ein. Also Pokémon bleibt, ne? In welcher Form auch immer. Ich werde da weiter mich dran setzen. Ace Attorney Rayman. Ja, Rayman 1 ist auch schwer. Rayman 2 mal gestreamt. Rayman 3 fehlt noch. Zelda 1 tatsächlich nie gebracht. Das ist das ganz Wilde. Wenn man den Let's Play Markus Trailer sucht, mal sehen, ob ich das finde. Ah, es gibt viele Trailer von mir, aber den uralten Trailer. Ja. Da habe ich, bevor ich Let's Plays gemacht habe, angekündigt, dass ich viele Spiele Let's Play, unter anderem Zelda 1, bis heute nie passiert. Ich habe es aber auch als Kind nicht durchgespielt bekommen. Mario & Rabbids hat nicht funktioniert. SMG-Hex, muss man mal gucken. Und das letzte Spiel sagt mir nichts. Zum ersten Paper Mario Texture Pack. Wird er bald machen. Ori habe ich versucht. Pokémon Mystery Dungeon DX habe ich gestreamt. Pokémon Hex gab es hier und da, pick ich mir ja was raus. Cuphead ist nicht meins. Mario und Luigi habe ich gebracht. Metroid 1 bis 4 habe ich gebracht. Mal sehen, wann ich das wiederbringe. Fratzen des Bösen hat ein neues PC-Remaster bekommen. Das ist ganz interessant. Ja, ist aber albern, ne? Es gibt so viele Zelda-Spiele, die ich noch nicht gebracht habe. Und dann das zu bringen, ist ein bisschen eine Beleidigung fast schon. Spyro Remake. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gebt ein auf YouTube. Let's Play Markus Spyro, ne? Weil nochmal wäre genau dasselbe. GTA, bitte nicht den 5er, den kann man nicht mehr sehen, ausgelutscht. Für mich nicht. Ich habe Vice City viel gespielt, ein bisschen GTA 3 gespielt. Ich habe sehr viel, am meisten habe ich GTA San Andreas gespielt. Und GTA 5, ich habe tatsächlich nicht viele Spiele für PS3, aber GTA 5 habe ich. Und ich habe für PS4 mir nochmal GTA 5 geholt. Und ich komme nie dazu, es wirklich zu spielen. Also für mich ist es noch eine offene Welt. Layton, die Zeit ist vorbei. Shao Garden Let's Play. Oh mein Gott, das ist realistischer, als ich zugeben möchte. Classic Heroes war in der Sonic Hex Rubrik. Nochmal Tomodachi Life. Ich höre, was ihr sagt. Ich höre es. Es fließt mit ein in meine Gedankenüberlegungen. Punch-Out Wii. Ja, das ist ein sehr lustiges Spiel. Da ist ja auch San Andreas. Aber ich glaube, ich habe den Story-Modus nie durchgespielt. Ich bin irgendwann nur noch mit dem Motorrad über die Berge und habe Stunts und Unfälle gemacht. Also es war also möglichst hoch im Bogen fliegen. Und mit Cheats natürlich, man kennt's. Sonic Rush Adventure, jupp. Ist gebongt, Backtank. Kommt, weiß nur nicht wann. Uncharted, sagt der Horry. Sehr empfehlend, also sehr hochgelobte Spiele. Nie wirklich angeguckt.
erste hat weniger Abwechslung. Ist, denke ich, aber auch nicht zu erwarten, aber auch nur, weil ich mich da nicht öffne. Lox Quest Hüter der Welt. Nie gesehen? Ach, Tower Defense Strategie. Das ist ja sowas wie Plants vs. Zombies. Das ist ja das Genre, ne? Ach, da sehe ich mich nicht so ganz. SMB3 NES. Kann man natürlich jederzeit machen. SMB3, hättet ihr da Bock drauf? Und Smash Melee? Hättet ihr Bock? Smash 64 und Smash Melee? Einfach die Charaktere auch freispielen und die ganzen Modi zeigen. Da gibt es noch einen schönen Missionsmodus. Das wäre, ja, das sehe ich. Confirmed! Ob die N64-Version überlege ich mir. Aber ist, ja, muss mal gucken, wann. Mario und Luigi Remakes, tja. Apogee, kenne ich nicht. Commander Keen, Duke Nukem, Monster Bash, Hocus Pocus. Shantae 1, nicht geplant. Wobei, das gibt's für die Switch jetzt, ne? Das läuft momentan Mii Let's Play, aber Wii Sports Resort würde ich cool finden. Nee. Das macht man nur aus Erinnerung, aus Nostalgiegründen und ich hatte es nicht. Drawn to Life Malheld sein? Nee. Tut mir leid. Das klingt ein bisschen wie dieses Kirby-Spiel. Kirby und der Regenbogenpinsel. Und Yoshi. Yoshi Touch and Go, oder wie das war. Beide so ein bisschen ähnlich. DKC 2, ja, wenn dann alle. Bloodborne. War das Bloodborne? Da mach ich mal ganz kurz in die Recherche gehen. War Bloodborne das Spiel, was ich... Ich hab eins gekauft und es wartet nur drauf, von mir gezockt zu werden. Nee, nicht Bloodborne. Was ist es denn? Bloodborne nicht, da weiß ich nichts davon. Tatsächlich. Na, was war's denn? Ich hab vergessen. Ich hab's mit was anderem vergessen, aber ich weiß gerade nicht mit was. Geistige Geister, Alpha Saphir? Ja. Das Alpha Saphir hatten wir erst. Yo-Kai Watch 2 noch nicht? Nee, das hatte ich 2017. Nee. Haben wir schon. Viel Spaß beim Angucken. JXF, lol. Das ist das Ding. Wenn ihr dafür werbt, wenn ihr sagt, ich soll das mal machen und es ist da, es ist aktuell, dann könnt ihr es ja gucken. Theoretisch. Es gab Tomb Raider Let's Play, zeitgemäßes Again, habe ich jetzt, ich habe die den Soundtrack ausgemacht. Nee. An Tomb Raider, das Moderne, ich habe mich direkt drauf eingelassen. Aber es war nicht meins. Ich hatte davon, also der Anfang von Tomb Raider, das von 2013, der Anfang wirkte anders als das letztendliche Spiel. Es wurde dann so sehr Survival, das war nicht mehr meins. Jedes Kirby-Game realistischer. Aber gerade nicht geplant, aber das kann ich mir gut vorstellen. Code Wayne, sagt mir nichts. Hollow Knight haben wir im Stream ausprobiert, gutes Spiel. Gerade nicht geplant. Das war halt eine Option. Aber leider, wenn dann irgendwann. Das hier sind so Gamecube-Spiele, ne? Oh nee, das war auch N64 mit dabei. Tim und Struppi. Ich hab, was ich da machen könnte, wäre Tim in Tibet. Da gab es ein wunderbares Super Nintendo-Spiel. Also, ihr werdet mich. das ist leider so viel zu realistisch. Ja, das ist halt, was ich hatte als Kind und so, ne? Die haben Vorzüge. Tim in Tibet. Gibt's einen Let's Test? Strangers Vergeltung? Nee, macht mir nicht so viel Spaß, leider. Ich wollte es auch mal streamen und selbst das habe ich nicht geschafft. Plugtail, Project Zero, nicht geplant. Lars. Heroes Justice, nee. Undertale, fantastisches Spiel. Könnte ich nicht nur nochmal besser machen. Bock hätte ich. Aber ich kann es ja nicht nochmal besser machen. Hoffen wir, dass Deltarune bald weitergeht. Yandere. Nee. Kingdom Hearts habe ich mal versucht. Teil 1. Ich weiß, es ist das unbeliebteste. Aber ja, gib auf YouTube ein Let's Play Markus Kingdom Hearts. Dann kommt die Stream-Aufzeichnung und Ja. Leider nicht gefesselt. Uncharted? Nee, wenn, dann kann ich es mir kaufen. Ihr müsst mir nichts schicken, um Gottes Willen.
Life is Strange? Nö, also wenn dann den ersten Teil überhaupt. Tell Me Why hatte ich lange überlegt, hab's mir auch gekauft auf Steam. Aber irgendwie habe ich es noch nicht gemacht. Hat funktioniert, ne? Ich habe extra auch einen Test gemacht, aber ich weiß nicht, irgendwas hat mich nicht... Ich finde da die Grafik sehr viel schöner als bei Life is Strange, bei Tell Me Why. Das sah optisch ganz gut aus. Irgendwas hat mich da nicht abgeholt. Minecraft? Nee. Ich war noch nie in Minecraft Pro und es kamen Millionen Sachen dazu, wo ich sagen muss, ich bin schon viel zu weit weg von Minecraft Let's Play. Das wäre so stupide und plump. Das machen wir nicht. Outlast habe ich mal gestreamt, aber sauschlecht. Gutes Spiel. King Baudry, das sagt mir nichts. Sagt mir leider nichts. Ultramond. Nee, Pokémon Mond und Pokémon Ultrasonne sind noch zu aktuell. Da sehe ich tatsächlich keinen Refresh-Bedarf. Skyrim! Sehr schönes Spiel. Was ich davon sehe, ist fantastisch. Die Antwort lautet nein. Dragon Quest mal wieder, Skyward Sword HD, läuft jeden Freitag auf Twitch. Ah, da kommt's auch. New DS und Wii haben auch neuere Let's Plays bekommen. Shin Megami, eher Persona, würde ich sagen, wenn man es vergleichen kann. Achso, habe ich es auch. Da war ich mal so frei. Also, ganz ehrlich, hier sind 500 noch was Kommentare. Ich habe diese Kommentare, die ihr von mir seht, hier geschrieben, als es weniger als 100 Kommentare waren. Also, ne? Ich habe maximal ein Fünftel ungefähr gesehen, nicht mal. Paper Mario 2 habe ich Let's Played, viel Spaß. Und Banjo-Tooie dreimal hier das Neueste und vor 2 Wochen wieder gestreamt. Ist halt einfach so. Komplette Metroid-Reihe, nee, das wollen sie nicht sehen am Stück. Metroid haben wir drüber geredet. Gutes Fangame, achso. Das ist tatsächlich ein schönes Ding, das hat die Exe angeguckt und mal gucken, was wir daraus machen. Irgendwann wollte ich nicht mehr antworten. Wieso will er nicht? Story-Modus schlecht sein. In erster Linie hatte ich das Spiel nicht. Ich möchte es nicht Let's Playen, Mario Golf Super Rush. Ich werde es mal spielen und Let's Test machen, aber vermutlich eher auf diesen Rush-Modus gehen, statt auf den Story-Modus, der sehr langweilig aussieht und nicht so spannend ist, wie zum Beispiel von Mario Tennis Aces und nicht so spannend wie von zum Beispiel Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen 2020. Donkey Kong 64, habe ich Bock, ja. Die sagen mir nix. Pikmin 2, schön, Tomodachi Life. Es wiederholt sich auch ein bisschen vieles, deswegen muss ich erstmal ein bisschen durchgehen. Moonlighter sagt mir nicht... Doch, ich hab's mal gehört. Aber ich weiß gerade nicht, was damit los ist, Neo Luna LP. Ja, das haben wir schon gesagt, da wäre ich auch sehr interessiert eigentlich. An Inazuma 11 nicht so. Was mit Horror? Kommt nicht gut an. Horror kommt nicht gut an, aber Eternal Darkness kommt, also damit confirmed. Mario Party 1 ist richtig gut, aber nope. Silent Hill, nicht geplant. Five Nights at Freddy's oder was? Fast hier noch ein bisschen kürzer, Sonic Master. Resident Evil HD habe ich gemacht, sowohl also GameCube als auch die HD-Version für PS4. Das erste Metroid für NES ist absolut obsolet, wenn du Zero Mission, ist ja ein komplettes Remake. Zero Mission sagt quasi aus, es ist ein Vorgänger des ersten Teils, aber es ist nicht so, es ist ein Remake von Metroid 1. Und das Einzige, was der Unterschied ist, ist quasi, dass Metroid 1 weniger Inhalt hat und viel schlechter spielbar ist, sehr viel stärker gealtert. Also wenn, dann Zero Mission, und das habe ich schon gebracht, nochmal gestreamt und kommt auch irgendwann nochmal, ich weiß noch nicht wann, wie erwähnt. Minecraft, nein, nicht geplant. Ratchet & Clank hatten wir schon. South Park, nochmal. Nochmal nicht, ne. Again, Bloody Platin. Nee. Es kommt ja jetzt auch erstmal die strahlende Perle. Leuchtende Perle. Ich weiß, Bloody Platin kannst du alles sammeln, aber das war jetzt auch nicht so prickelnd. Ich finde sowohl das Diamant-Let's Play war besser als auch bestimmt das leuchtende Perle-Let's Play. Bloody Platin, das ist nur... nostalgisch, dass ihr das sagt. Life is Strange, Castlevania 64. Nee, oh mein Gott. N64-Spiele, sowas musst du kennen. Jet Force Gemini fordert der Luffy ja schon seit 100 Jahren. Es ist nicht meins. Ich hatte es mir mal angeguckt. Jetzt direkt dreimal gefordert. Hardest Body heißt es nicht
Harvest Body mit V? Lego City Undercover habe ich gebracht. Hab's nicht so ganz durchgezogen. Ja. Es gibt echt sau viel Content in dem Game. Das hat man schon erahnen können im Ansatz. Twilight Princess gab's, aber halt nur 10, 12 Parts. Dann, aber, weil als, ja, ja. Reden wir nicht drüber. Vielleicht mal auf Twitch. XG, ja, nein. XD schon wieder, nein. Mario Kart Tour hatten wir sehr ausführlich, das reicht. Smaragd oder Platin? Ja, ich hatte Platin, jetzt kommt die strahlende Perle. Na, schon wieder gesagt. Leuchtende Perle, ich muss es mir mal einprägen. Und Höhen haben wir halt auch erst bereist. Jack and Dexter, Mother 1, nein, 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 nein. Da dem Spiel noch den Easy-Ring hinzugefügt, ist die Encounter-Rate signifikant runtergedrosselt worden. Man erhält mehr Erfahrungspunkte, klingt gut. Wird die angenehmste Version zum Spielen. Aber auf keinen Fall. Mother 1 ist, nee, war das die GBA-Version? Ich bin mir unsicher. Nein, es war halt wirklich nicht schön. Mother 1 ist so verkalkt und angestaubt. Ich habe das beim Luxei Klink gesehen. Ich gucke mir das da an und ich sage nein. Mother 2 habe ich, Mother 3 habe ich jetzt. 1 auf keinen Fall. Ja, Slaps and Beans, da konnte ich mich auch nicht zurückhalten. Ja, komplett durchgespielt. Das schaue ich mir morgen den ganzen Nachmittag an. Habe ich durchgespielt, ja. Bud Spencer und Terence Hill, Slaps and Beans am Stück. Das war ganz nett. Habe ich gemacht. Newer Wii. Newer. Achso, ja, das ist realistischer. Aber ich würde mir eher nach neuen Newer oder zumindest NSMBU-Hacks Ausschau halten. Sagen wir es so. Sagt mir leider nicht. Metroid, wie gesagt. Kirby's Adventure Wii. Das da liebäugel ich schon lange mit, aber das hat halt nicht hier. Kein Muss, ne? Das ist kein Muss. Aber ansonsten gute Vorschläge. Harvest Moon, Super Nintendo, habe ich halt gemacht, aber ist uralt. Mystery Dungeon, Spielprinzip, fesselt mich nicht, wie viel sind es denn noch, also langsam. Yo-Kai Watch hatten wir Thema, Pokémon XD und Colosseum hatten wir das Thema, Eternal Darkness Again, ja, wird kommen. Banjo-Kazooie Nostalgia 64 ist noch in Entwicklung. Und es ist, ja, es gibt neuen Stuff im Gegensatz zu Stay at Home. Das ist ein bisschen bitter, aber das meiste davon kann man sehen in Stay at Home. Was noch kommt, werde ich auf Twitch zeigen. Oh ja, die Schlümpfe, es gibt neues Schlümpfe-Spiel. Es kommt raus. Ich behalte es im Auge. Was ich jetzt neuerdings davon gesehen habe, war gar nicht so geil. Ich behalte es im Auge. Ja. Atari-Spiele nicht geplant. Oddworld hatten wir schon. Also jetzt haben wir viel. Noch irgendwas, was wir noch nicht hatten. Little Nightmares habe ich noch gebracht. Tumme den Schleif habe ich gebracht. Sagt mir nichts. Nee. Also hier hat sich jemand ausgetobt mit den Emojis. Little Nightmares. Ah, nochmal. Nee, nochmal braucht es nicht. Was ist das für ein Emoji da? Nee. Undertale-Fangames wäre halt lustig. Aber gerade sind wir nicht im Undertale-Fieber, wisst ihr. Twilight Princess vielleicht auf Twitch. Psycho Waluigi, was? Du wärst der erste deutsche Let's Player, da das Game nie auf Deutsch übersetzt wurde. Und da ist direkt das Problem, ich will halt schon deutschen Text haben. Das wäre sehr geil. Knochige Gespenster. Ey, ganz ehrlich, das wäre vielleicht noch realistischer als Yo-Kai Watch 1 again und all das. Wir haben Yo-Kai Watch 2 kräftige Seelen und Yo-Kai Watch 2 geistige Geister. Wenn, dann könnten wir die knochigen Gespenster nochmal spielen. Vielleicht. Es wollen halt außerordentlich viele Yo-Kai Watch, ne? Ich werde es mal beißen. Mystery Daniel, habe ich mal gestreamt. Einfach eingeben, weiß nicht, wie heißt es? Gib einfach mal Pokémon Mystery Dungeon. Es wird doch. Ich mach's mal mit, ne? Auf YouTube. Pokémon Mystery Dungeon. Let's Play Markus. Und was finden wir? Mein Super Mystery Dungeon Let's Play. Und hier immerhin mein. Das war die Demo. Okay, es war nur die Demo-Version, aber. Ich hatte es mir immer ein bisschen angeguckt. Isaac. Nie reingefunden. Ori, Kingdom Hearts, Dragon Quest. Budokai, nee. Skyward Sword als Let's Play. Nee, das spielen wir auf Twitch.
Mehr von Yuka Watch 2 habe ich eben was gesagt. Anno. Das ist halt random, ne? Wenn, dann kann man alle Teile spielen. Fantasy Life habe ich gemacht. Wenn schon gesehen, dann ja. Aber wenn noch nicht gesehen, einfach eingeben. Fantasy Life, Let's Play Markus. Lego City Undercover habe ich gestreamt. Ein bisschen zumindest. Pilot, ja. Da habe ich, ja. Magnifizierend. Wir haben Pilot Wings auch schon zweimal gestreamt. Am Stück. Einmal komplett durchgespielt und einmal mit allen Retro-Achievements. Pilot Wings mag ich total und deswegen könnte ich vielleicht nochmal Let's Play. Nee. Pokémon, hier, Sonic Generations X, hast du mal gesagt, ein Let's Play. Bitte. Ich kann mich nicht entsinnen. Ich kenne das nicht mal. Sonic X habe ich mal gebracht, ja. Ach so, nee, Moment. Ich habe, das ist eine Mod für Sonic Generations. Habe ich gebracht, ja. Hab ich doch gebracht? Gibt's da noch was anderes? Also so ein Modpack habe ich gezeigt für Sonic Generations im Let's Play von 2015. Breath of the Wild auf Twitch durchgespielt, Mystery Dungeon, High Warriors interessiert mich leider nicht. Die anderen haben wir alle schon beredet. Ganz andere Entscheidung. Ich habe es ja schon ein paar Mal gebracht. Da habe ich einen Daumen hinterlassen. Das wird auch vermutlich nach Sonic Rush Adventure kommen. Sonic Chronicles eher nicht geplant. Monster Hunter Metroid Prime 3. Nur das eine Brett. Genshin kenne ich, aber sehe ich mich gerade noch nicht. Final Fantasy 7, Metal Gear, Kingdom Hearts, Yokai Watch, Dragon Quest. Schon wieder Roboblast 2. Muss ich mir merken. Wario World, Sonic Colors, Ocarina of Time, Isaac, Okami, Bayonetta. Paper Mario wird auch Minecraft finde ich gut. Dragon Quest, Paper Mario. Sally Face, kenne ich nicht. Friday Funkin, Skyrim, Blazing Blade. Donkey Kong Trilogie. Na, wird kommen irgendwann. Undertale haben wir schon, war geil. Fangame, Paper Mario. Mystical Ninja sehe ich mich nicht. Langsam wird es anstrengend. Ist kein Ende in Sicht, oder? Ace Attorney probieren wir aus. Last of Us. Taubatori, hi. Abenteuermodus. Ja, schon wieder. Sollte ich im Auge behalten. Sonic Lost World Wii U hatte ich damals gebracht. Vielleicht nochmal. 3DS ist Quatsch. Du brauchst den 3DS-Version nicht. Die sind sich viel zu ähnlich. Banjo-Tooie, paar Mal gemacht. Gibst du mir den Link? Erst vor 2 Wochen den 4. Run auf 100%. Hab das nicht mitgekriegt? Wo ist das? Finde ich nicht. Gibst du mir den Link? Gibst du einen auf YouTube? Banjo-Tooie Let's Play Markus? Und findest mein Let's Play von 2019, mein Let's Play von 2013, Banjo-Kazooie von 2018, Banjo-Kazooie Jiggies of Time, Best of, Banjo-Kazooie Stay at Home, Schraubelocker, Grunty's Revenge, Banjo Dreamy, Tooie Tooie Tooie. Jetzt war explizit die Rede vom Stream, das heißt, ja, gibst du noch Stream dahinter ein? Und du findest die ganzen Streams von Mai 21 und Juni 21. Ja. Das sind die Streamaufzeichnungen, die sind vorhanden auf dem Streamaufzeichnungskanal. Alles gut, ne? Also es kann nicht jeder alles wissen. Ich sag Bescheid, deswegen sage ich, das ist auch gar nicht pumpig gemeint, sondern das ist ganz normal. Deswegen mache ich ja auch mitunter das Video. Also hier waren wir schon. Donkey Kong 64, ja. So mal Yukihira oder was? Wahrscheinlich nicht. Portal 1 und 2 habe ich gemacht, war super geil. Monster Hunter Story sieht echt gut aus. Der Andy Sitrahama, ältester Abonnent auf dem Kanal. Also schon am längsten da. Nee, VR mit Facecam, nüch. Skyward Sword läuft auf Twitch. Sonic Rush Adventure wird kommen. Diddy Kong Racing wäre auch mal wieder fällig, ne? Machen wir aber erst Retro Achievements. Diddy Kong Racing Retro Achievements. Sonic Colors Ultimate, als ob ich es nicht bringen würde, wenn es rauskommt. Auf jeden Fall. Terranigma komplett gespielt, 2018 bis 2020. Ich habe ein bisschen lang gebraucht mit Terranigma, aber es kam. Pokémon kommt Skyward Sword auf Twitch jeden Freitag. Minecraft. Majora's Mask, Kaizo Mario 64 ist Müll. Da würde ich viele andere Mario 64 Hacks vorher bevorzugen. Sims 4, Let's Show. Bringt's ja nicht. Irgendein Zelda läuft doch gerade. Jawohl. K.
kann man sagen, ne? Spider-Man 2000. Da kann ich mich wirklich nur erinnern. Nee, 2002 war das. Gab es ein Spider-Man The Movie. Es gab immer, ich hatte auf dem Gameboy zwei verschiedene Spiele, die sich Spider-Man nannten. Komplett verschiedene Spiele, die einfach nur den Namen Spider-Man trugen. Unglaublich viele. Animal Crossing New Leaf haben wir auch schon, meine Freunde. Gibt's. Sind ja fast alle Videos mega lang. Also, Danny wünscht sich Animal Crossing New Leaf und ich habe ihm die Playlist gegeben. Da sind ja fast alle Videos mega lang. Ich will das mal gucken. Die Videos, 17 Minuten, 21 Minuten, 17, 19, 23, 20, 19, 26, 23. Das sind normale Länge von Let's Play Parts. 12 Minuten, 18, das sind eigentlich sogar vergleichsweise kurze Let's Play Parts. Was ist denn daran lang, mein Lieber? Gibt ja kaum ein langes Video. Das ist 5 Jahre alt, sagt er. Ja, aber was wäre denn anders? Sieht er, ich soll ja, oder ich möchte am liebsten auch hunderte, jetzt muss ich runterscrollen, ne? Ich möchte ja auch am liebsten hunderte verschiedene Spiele bringen. Aber wenn ich immer wieder alles auch nochmal machen müsste, dann muss man sich halt schon mal entscheiden. Und ich sehe jetzt keinen Bedarf, New Leaf nochmal zu machen, obwohl es genauso nochmal laufen würde. Wisst ihr? Oder was sagt ihr? Das ist 5 Jahre alt, ja und? Das ist doch schön. Das ist genauso aktuell, wie es jetzt noch wäre. Versteht ihr? Mein Gott, warum ist das Video so lang? Ich dachte, das geht viel schneller. Geh mal runter jetzt. So, was wird noch kommen? Nicht mehr viel, glaube ich. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich danke euch für alle Vorschläge. Wie gesagt, einiges kommt. Es wird auch Überraschungen geben, keine Frage. Ich glaube, hier sind wir so langsam angekommen. Animal Crossing, hat er gesagt. New Leaf. Da sind wir. Persona 5, Sonic und die geheimen Ringe habe ich gebracht. Ja gut, können wir noch besser und zu Ende spielen, aber nicht geplant. Yoko Watch Blast ist leider nicht. Galaxy 2, denkbar, aber weiß nicht wann. Solitär, haha. Pokémon Rubin habe ich und Omega Rubin auch. Wenn man Smaragd tatsächlich eher dran. Call of Duty, Ratchet & Clank, Minecraft, Pokémon Stars, Rust, Sly-Spiele. Ja, habe ich schon Gutes von gehört. Dark Moon, die Sly-Spiele. Genshin Impact, nicht unmöglich. Zelda 2. Ja, dazu habe ich auch gesagt, wie Erwin Lost World Again. Sonic Rush Adventure wäre ein Ding. Yo-Kai Watch 3, wäre das eine Idee? Habe ich gebracht? Kann man sich gerne anschauen. Ist so, es ist so einfach so. Irgendwas, was noch nicht gebracht wurde? Sonic Advance 3, 100% Sonic Advance ist zu schwierig. 1, 2 und 3, 100% machen keinen Spaß. Musste kurz überlegen tatsächlich. Habe ich einen Let's Test gemacht. Habe ich gespielt. Skyward Sword läuft jeden Freitag auf Twitch. Kirby's Adventure ist ein sehr schönes Spiel. LP Zelda, egal welches. Naja, Twitch-Projekt. Skylander, Mario Hack, Banjo-Kazooie oder Tui. Habe ich gesagt. Mario Hack hatten wir schon. Tui lief erst. Mario Maker 2. Ring Fit Adventure. Haha. Harvest Moon. Dschungelbuch hatte ich fürs Mega Drive. Ich weiß nicht, ob das dasselbe Spiel ist. Stardew Valley hatte ich einmal ausprobiert. Hat mich nicht dauerhaft überzeugt. Mario Party 1, sehr gerne. Habe ich alle Retro-Achievements geholt. Das ist natürlich auch irgendwo bezaubernd. Magical Quest 1, 2, 3. Wiki Epic, uralt, möchte ich nicht wieder spielen. Ist das dasselbe? Auf jeden Fall dieselbe Antwort von mir. Lucky Luke, das ist random. Habe ich nicht gehabt selbst. Ich erinnere mich, das war ein sehr spätes SNES-Spiel und die haben das damals massiv angeworben. Gab es auch ein Gameboy-Spiel, ja. Eternal Darkness, wie gesagt, wird kommen. Rayman Legends, Deponia. Pokémon X, habe ich doch schon. Pokémon X und Y habe ich gebracht. Y zum Release und Pokémon X
Relativ neu. Am besten, lieber David, einfach mal eingeben auf YouTube Pokémon X Let's Play Markus und viel Spaß. Das habe ich auch wirklich auch, ne? Da habe ich Interesse dran. Terranigma habe ich gebracht. Gerne angucken. Terranigma Let's Play Markus auf YouTube eingeben. Chrono Trigger hätte ich gerne Bock. Mario Party würde ich gerne Multiplayer spielen, wenn das neue Spiel rauskommt. Das mit dem Joy-Con. Nicht so sehr. Ace Attorney, Winterspiele, Story Mode schon wieder. Also ja. Ist wirklich ein Pokémon-Soundtrack? Ich glaube ja, ich erinnere mich an den. Kirby Spiegelwelt. Retro Achievements für Street Fighter. Nee, Retro Achievements musst du machen zu Spielen, die du kennst und kannst. Ja. Am besten. Crosscode. Klonoa. Nein, nein. Aristo LP. Aber. Wario World habe ich gemacht. Am besten einfach mal eingeben. Wario World Let's Play Markus. GTA 5. Nope. Knack. Undertale habe ich gemacht. Am besten einfach mal eingeben. Falls nochmal ein Again gemeint war. Blinks ist natürlich echt cool. Aber. Nicht geplant. Mickey Speedway USA. Ja, ist auch Rare nicht mitgearbeitet. Rare hat das alleine gemacht quasi. Mit der Erlaubnis von Disney. Aber es ist viel schwächer als Diddy Kong Racing und Co. Gibt unzählige SpongeBob-Spiele. Aber das nicht. Kirby von DS. Strange Pokémon Channel. Sonic Axiom. Kenne ich nicht. Ganz ehrlich. Müsste ich gucken, was es genau ist. Terranigma habe ich gebracht. Jahrelang hat es gedauert, bis ich durch hatte. Einfach mal eingeben auf YouTube. Terranigma Let's Play Markus. Ich mach's mal nochmal. Terranigma Let's Play Markus. Und wir haben hier die Playlist sogar mit allen 14 Streams von Anfang bis Ende. Aber ich habe mich schwer getan. Das war halt blind für mich. Ja. Das bitte ich. Roboblast, jawohl, das hatte ich schon. Zombie U, niemals. Wird nur mit einem I geschrieben. Returns hatten wir erst durchgespielt als Twitch-Projekt vor wenigen Wochen. Sonic Rush, ja, das wäre. Auf jeden Fall gehen wir in die Richtung nochmal rein. Das machen wir. Das hatten wir eben. Sonic Adventure 1, also 1, nicht DX. Gibt eine Mod für Steam, wo man alles besser auf Dreamcast-Grafiken und so spielen kann. Die Beleuchtung viel besser war. Und die Dreamcast-Version weniger Bugs hatte. Da streiten sich die Experten, ne? Welche Version besser ist. Aber ich habe schon gehört, dass man, wenn man die Steam-Version von Sonic Adventure 1 spielt, dass man da auch die Mods, die besseren alten Dreamcast-Texturen reinpacken kann. Chrono Trigger habe ich Bock auf Twitch. Ich hoffe, du bist dann dabei, Jan. Das habe ich auf Twitch probiert, das war nix. Speedorino ausführlich, F-Zero. Kingdom Hearts habe ich probiert. Das bringen wir. Sonic Chronicles nicht. Knuckles Chaotix. Vielleicht mal Retro Achievements, nicht geplant. Dark Souls, nee, habe ich mal. Guck dir mal, gib mal ein auf YouTube. Dark Souls, Let's Play Markus. Mach's vor. Dark Souls, Let's Play Markus. Und dann gibt's hier über dem Pruger mein Let's Test. Und das zeigt doch schon, dass das gar nichts für mich ist. Schau's dir mal an. Bullet Hell Spiele finde ich super interessant, aber eher zum Angucken. Bullet Hell Spiele, aber. Haben mich schon immer interessiert irgendwo. Advance Wars! Ja, natürlich, da empfiehlt sich natürlich das Switch Remaster, ne? Switch Remaster, geile Sache. Pokémon Stadium würde ich gerne in irgendeiner Form noch bringen. Ich weiß noch nicht, wie genau. Da macht das hier weniger Sinn. Das habe ich auch für die Wii. Oh, die restlichen leider nicht. Time Twisted habe ich gespielt. Aber nicht durch. Gib mal ein Sonic Time Twisted. Let's Test war das. Let's Test. Ich habe sogar einen Daumen nach runter gegeben. Das war aber keine Absicht. Sonic Chaotix? Wahrscheinlich wegen Knuckles Chaotix. Und der letzte im Bund ist Just LP. Pokémon Hack World. Warum eigentlich? Worldwide, bevor du irgendwann aus den Augen verlierst und das normale Pokémon Weiß bringst. Aha. Also, was lernen wir daraus? Die Leute wollen Ace Attorney, die wollen Yo-Kai Watch, die wollen Pokémon auf jeden Fall. Ich beende das Video. Es ist schon eine Stunde lang. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, dass das Video eine Stunde lang ist. Danke für eure Vorschläge. Tatsache. Ich werde mir noch ein paar angucken. Ein paar Vorschläge, die ich nicht kannte.
Aber vielleicht könnt ihr ein bisschen besser einschätzen, dass das in das Spiel vermutlich nicht kommt und das in das Spiel auf jeden Fall. Und wie das ist. Ich bin immer für Überraschung gut. Ihr wisst ja, es kommen neue Spiele raus, die ich erstmal bringen werde. Um das direkt mal vorweg zu sagen. Sonic Colors Ultimate, WarioWare, Get It Together, Mario Party Superstars und was war das andere? Haben noch eins. Sonic Colors, WarioWare, Mario Party Superstars. Turbo kam noch ein wichtiges. Am besten einfach in meine Let's Play-Liste gehen und ein bisschen Looky-Looky machen. Ne? Ich weiß, ein bisschen reingezoomt jetzt. Tut mir leid. Aber wir scrollen einfach mal so zusammen runter. Und sehen unten die kommenden Projekte. Metroid Dread. Tut mir leid, ich habe Metroid vergessen. Das kommt. Ich habe noch mehr geplant. Was Überraschendes. Superstars kommt. Die Perle kommt nächstes Jahr. Aber es kommt dazwischen noch jede Menge Stuff. Also eigentlich müsste es hier viel voller sein. Danke fürs Anschauen. Ich wollte eure Fragen so ein bisschen beantworten. Wie gesagt, hier ist die Liste. Da könnt ihr auch draufklicken. Ne? Und einfach dann die entsprechende Playlist anschauen. Von welchem Spiel auch immer. In jeder Videobeschreibung vorhanden. Haut rein, danke für eure Vorschläge und das Video ist zu lang, deswegen bis dann und ciao.